Ja, guten ihr Stuten. Also es ist Montagmorgen und ich muss Wäsche machen. Ja, warum machst du eigentlich nichts? Und dann werde ich mich fertig machen. Na, ich werde erstmal rüberfahren, Kollegen, was helfen. Der hat was zu tun in seiner Scheune. Und ja. Ach nee, warte. Ich muss mich noch fertig machen. So, und jetzt bin ich fertig. Bin jetzt in der Werkstatt schon. Ich habe noch ein paar Sachen runtergebracht hier, was man immer so mitschleppt. Hab noch ein bisschen was hier in die Garage gepackt und werde jetzt rüberfahren zu meinem Kollegen. Und werde ihm ein bisschen helfen. Mein Baby, der jetzt über den Winter abgemeldet ist, der richtig schön im Rasen versinkt schon. Den muss ich auch einmal sauber machen. Komplett, dass der eingemottet wird. Dass der nicht den ganzen Winter hier auf den nassen Rasen steht und von unten noch kaputt gammelt. Obwohl der ist eigentlich versiegelt, eigentlich kann das, darf da nichts passieren. Aber man weiß ja nie, ne? Wie ihr seht, es gibt noch jede Menge zu tun, aber das wird alles nächstes Jahr gemacht. Hier stand mal eine Riesentanne. Die wurde, also die stand, ich weiß nicht. Selbst mein Vater als Kind hat schon vor dieser Riesentanne gestanden auf Bildern. Aber den letzten Sturm hat sie nicht überlebt. Dann lag sie bei uns in der Einfahrt. Oh. So, ich habe mir jetzt mal nach vorne geholt. Ich will nämlich Rasen mähen. Der steht ja auf dem Rasen und der soll ja eigentlich auch nicht im Regen stehen. Im Regen vor allen Dingen auf dem Rasen stehen. Oh, guck mal, das tut mir auch so weh, ne? Auch ganz schlimm. Ist einfach eine Leiter reingefallen, als er da neben der Garage stand. Naja. Ich vermisse ihn schon ein bisschen. Ich habe gedacht, ich werde ihn nicht so vermissen, aber jetzt, wo ich drin gesessen habe, oh, ich vermisse ihn, ey. Ich muss ihn auf jeden Fall noch sauber machen. Na egal, ich lasse ihn jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen lahm laufen, weil der stand jetzt ein paar Tage, ein paar Wochen eher. Ja, und deshalb werde ich jetzt Rasen mähen. Ja, fertig für heute. Es ist ja auch schon dunkel jetzt. Ich habe alles grob übergemäht. Ich hoffe, dass es die nächsten Tage trocken bleibt. Jetzt ist der Rasen nicht mehr so hoch. Jetzt kann er auch so ein bisschen abtrocknen, wenn mal ein, zwei Tage die Sonne scheint. Dass ich dann nochmal rübergehen kann. Und dann war es das für dieses Jahr. Es ist mittlerweile Donnerstag. Und ich habe einfach bis jetzt noch nichts geschafft. Ich hätte einfach keinen Bock die letzten Tage. Aber bei dem Wetter ist es auch kein Wunder. Egal. Wir müssen machen. Wir müssen was schaffen. Also gehe ich jetzt in die Werkstatt. Aber als allererstes gehe ich zum Penny. Weil der ist nämlich hier in der Nähe. Und Versorgung Getränke habe ich schon. Aber ich habe Bock auf eine Bratwurst. Kollege kommt gleich vorbei. Wir wollen eine Bratwurst snacken. Ich muss noch kurz was machen in der Werkstatt. Ich muss noch einen Vergaser ausbauen und den checken. Und aus dem Grund müssen wir auch bei schlechtem Wetter runtergehen. Runter in die Werkstatt. Mann, Mann, Mann. Wie dämlich. Aber so wie es aussieht, ich will eigentlich zu Fuß rüberlaufen, aber es regnet in Strömen. Ich werde mich jetzt in die Auto setzen. Ich hoffe, ich werde Kohle weiter. Was für geistige neue zu kaufen, habe gedacht, ich muss rein. Ah, die Würstchen auch mit der Dings, mit der Spitzzange. Also. Von daher. Von daher ist das egal. Die du nicht kennst? Nö. Geht aber nicht mit Apple. Überleben in der Wildnis.
Das tue in the Wild, Junge. Habe ich gerade gefrisch gefangen und geschlachtet, Junge. Wegen Fleischwolf gedreht. Na klar. Und dann gönnen wir uns die erste, oder was? Ja, und? Gibt's eine dicke oder eine dünne? Ich stehe auf dünn und lang. Dünn und lang? Ja. Ah, die tun nicht ganz so weh, ne? Ja. So, Vergaser ist ausgebaut. Auf jeden Fall bestelle ich jetzt erstmal einen neuen Vergaser. Ich habe die Schnauze voll jetzt. Ich habe 1000 Mal einen ausgebaut. Ich weiß nicht, was damit ist. Die Düsen gewechselt. Alles andere ist neu. Das liegt nirgendwo anders dran. Das ist wirklich nur der Vergaser, ne? Es ist wirklich nur der Vergaser. Ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. Und wie gesagt, bestelle einen neuen. Ja. Ich habe hier so Freigängerkatzen. Die leben eigentlich nur draußen. Guck mal da hinten. Und ich hole ab und zu mal so ein bisschen Futter. Und hab da vorne so einen kleinen Napf, da mache ich noch ein bisschen Katzenmilch rein und so. Gerade jetzt, wenn es im Winter kälter wird, habe ich auch hier den Gasofen an. Und ja, da habe ich eine Decke hingelegt. Dann können sie sich vielleicht mal so zwischendurch mal aufwärmen. Haben eine Mahlzeit voll im Bauch. Ja, deswegen wuseln die hier ab und zu mal rum. Mein Kollege ist auch schon wieder weg, Bratwurst ist leer, obwohl ich habe noch ein bisschen was über. Ein paar habe ich noch über, ein paar Brötchen, die werden heute Abend sich weggesnackt. Weil ich Latzhosenheini hier keinen Bock mehr habe. Jetzt noch irgendwas zu machen, werde ich jetzt das Tor zumachen, ich werde den Grill reinrollen und dann werde ich hochgehen, das Video schneiden, ne? Also würde ich sagen, bis dann, ne, und haltet ihn hoch.